Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wiener Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Mühlbauer und heute darf ich euch Andreas Pavlic vorstellen. Er ist Konfliktbearbeiter, studierte Politikwissenschaft und soziale Arbeit, forscht zu sozialen Bewegungen, hat Romane und Sachbücher zum Beispiel zur Rätebewegung in Österreich publiziert und hat zusammen mit Eva Schörkober zum Beispiel auch Vagabondage herausgebracht. Genau, historische und zeitgenössische Facetten des Vagabondierens in Wien. Genau, er war beim Papiertheaterkollektiv Zunder aktiv und arbeitet, habe ich nachrecherchiert, als Spediteur, Lagerarbeiter und Buchautor. Also alles Mögliche von Praxis genau, bis zur intellektuellen Tätigkeit. Ja, Herr Andreas Pavlic, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Sehr gerne. Und hallo. Genau, also aufmerksam geworden bin ich ja auf Ihre Werke und auf Sie über den lieben Wolfgang Weilharter, den ich getroffen habe bei der einer Netzwerktagung der Friedensforschung. Und genau, dort habe ich mehrere Friedensforscherinnen kennengelernt und genau so bin ich auf Sie gestoßen. Zu Beginn, Sie haben ja mit Wolfgang auch als Konfliktbearbeiter gearbeitet. Genau, wie verbinden Sie vielleicht diese Arbeit auch mit Ihrem persönlichen Zugang zu sozialen Bewegungen und zu Anarchismus? Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Dazu gekommen bin ich, ich sage es mal zufällig, ich habe nach dem Studium der Politikwissenschaft einfach dann auch einen Job gesucht. Und das Studium der Politikwissenschaft ist irrsinnig spannend und interessant, aber es ist oft nicht so einfach, quasi den Weg, wenn man nicht auf der Universität oder nicht im universitären und akademischen Bereich bleibt, einen Weg zu finden, in einen Weg ins Berufsleben oder quasi in die, oder sagen wir es anders, quasi den Beruf dann auch nochmal mit der Politikwissenschaft zu verbinden und mit dem, was man da gelernt oder studiert hat. Und durch Zufall hat sich in Wien in dieser Zeit, wo ich gesucht habe, eine Einrichtung, also sie war nicht ganz frisch und ganz neu, also jetzt nicht ganz neu gegründet, aber sie war relativ neu und hat Teilzeitkräfte gesucht über den Sommer. Und da habe ich mich beworben und es hat dann funktioniert. Ich habe quasi diese Stelle bekommen und diese befristete Teilzeitstelle, also mir hat es gefallen, der Einrichtung hat es gefallen, wie ich tue und wie ich arbeite und hat mir dann einen unbefristeten Vertrag angeboten, den ich dann angenommen habe. Und dort habe ich dann zum Beispiel auch den Wolfgang Weilharter kennengelernt, weil die Tätigkeit bei Wohnpartner, so heißt die Einrichtung, ist einerseits die Gemeinwesenarbeit und andererseits die Konfliktarbeit. Und Wolfgang ist quasi ein ausgebildeter Mediator und hat mir da auch wir sind dann in dasselbe Team gekommen. Im Westen von Wien haben wir gearbeitet und er hat mir dann einiges, ein bisschen Einblick in die Mediationswelt gegeben. Und ich habe für mich ja ganz eine neue Form oder eigentlich was ganz was Neues entdeckt, dass ich in vielen Bereichen im Studium quasi mehr theoretisch und abstrakt gelernt oder mir vorgestellt habe, dann noch einen konkreten Gemeinwesen, damit habe ich kennengelernt. Das habe ich im Studium nie gehört. Und ich habe viele Sachen erfahren über die Stadt Wien, den Gemeindebau, über die Geschichte von Wien. Ich bin ja nicht in Wien aufgewachsen, nicht in Wien geboren. Und auch das, was zum Beispiel bei Foucault Mikrophysik heißt, Mikrophysik der Macht, also die ganz kleinen gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen, das kann man natürlich auch im Gemeindebau sehr gut beobachten, Machtmechanismen, Herrschaftsstrukturen und aber auch quasi wie das Zusammenleben funktioniert, manchmal nicht funktioniert, wie man dann umgeht, wenn dann etwas nicht funktioniert, weil was Konflikte entstehen, verschiedenste Interessen, verschiedenste Wahrnehmungen, wie geht man damit um? Ja, also das ist einmal so, wie ich quasi meinen zweiten beruflichen Werdegang noch mit dieser Tätigkeit bei Wohnpartner verbinden konnte oder mit der Gemeinwesen- und Konfliktarbeit. Und was mich halt immer auch schon interessiert hat, ist quasi, sind genau diese politischen Aspekte, wie man sich Zusammenleben denken kann, was es braucht, damit die Leute
sagen wir mal so, quasi, welche Unterstützung man den Leuten geben kann, damit sie sich wohlfühlen in ihrer Wohnumgebung, damit sie die Konflikte, dass man die dass sie nicht nur aufeinanderprallen, sondern wie kann man vielleicht auch unterstützen, da um eine Lösung zu finden, wie können Lösungen ausschauen? Wie kann man soziale Ungleichheiten quasi auch versuchen, zumindest zu einem gewissen Teil ausgleichen? Kann man da dahingehend unterstützend sein? Und zwar, wenn man jetzt nicht die materiellen Grundlagen hat, also ich kann keine Förderung und Unterstützungen vergeben, aber also quasi auf reiner kommunikativen Ebene kann man da unterstützen, ja. Genau, zu den sozialen Bewegungen, es ist halt, ich denke mir, das ist, also ich habe zu einer Zeit studieren begonnen, das war im Jahr 2000, und 2000 war sehr viel los. Das heißt jetzt in Österreich, eine sehr breite Bewegung gegen die schwarz-blaue, also konservative, rechtsextreme Regierung. Es war sehr viel los, auch international. So Stichwort globalisierungskritische Bewegung und Antiglobalisierungsbewegung. Und das war für mich auch so eine Zeit, wo ich mich sehr stark auch mit diesen Themenfeldern beschäftigt habe. Warum ist es auf der Welt so, wie es ist? Welche Strukturbedingungen gibt es, sei es jetzt auf der ökonomischen Ebene, sei es jetzt auf der politischen Ebene? Wohin entwickelt sich die Welt? Was sind die Probleme? Und auch schon ein bisschen, weil ich quasi also nicht aus einem akademischen Haushalt komme und zunächst einmal so einen klassischen für mich Bildungs- oder Berufsweg beschritten habe, von der Hauptschule, Abendschule zur Hauptschule, Lehre, als Spediteur und Lagerarbeiter gearbeitet und dann zweiter Bildungsweg mit Abendschule. Habe ich auch einige Mechanismen, quasi Klassismus erfahren, erkannt. Und vielleicht damals nicht so bewusst, aber ich habe gewusst, dass ich mich auch woanders entwickeln mag. Und das Studium war nochmal eine Möglichkeit, mir das auch einerseits theoretisch anzuschauen und andererseits halt genau mehr darüber diese Sachen zu forschen und nachzudenken. Und wenn man damit sich beschäftigt und nachdenkt, quasi stoßt man auf diese verschiedensten sozialen, politischen Bewegungen, die in dieser Tradition waren oder die schon in dem Bereich gekämpft haben, also sich auseinandergesetzt haben. Und genau, und meine Idee war es quasi auch so, mich auch da aktiv einzubringen und zu engagieren. Ja. Ja, sehr faszinierend, ja. Genau, ich sage immer bei der Studien- und Maturantinnenberatung, dass ich ja so nebenbei mache, sage ich immer den jungen Leuten, dass man halt gewisse, also Privilegien haben muss, um zu studieren, weil vor Genau. allem im Bereich der Philosophie sage ich das immer. Das ist halt Ja. mein Lieblingsstudium und das ziehe ich Ja. immer hinterher. Nur, ich sage immer dann zum Spaß, naja, weil die Frage kommt immer wieder, ne, was kann ich dann arbeiten? Und ich sage dann immer, na, Taxifahrer, weil was willst du denn sonst arbeiten mit Philosophie? Und auch teilweise trifft das auf die Politikwissenschaft so. Ich liebe das zwar und werde jetzt demnächst meinen PhD dort machen, also mein Ja. Doktorat, aber es ist halt, ja. Es ist schwierig dann, ja. Das war für mich, weil ich habe mit 16 oder mit 15 in Lehre begonnen als Spediteur. Und wenn mir mich fragt, warum ich Spediteur war und bin, muss ich schmunzeln, weil ich bin Spediteur, weil mein Freund von mir Spediteur geworden ist. Ich habe keine Idee gehabt und keine Ahnung, was es ist. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe damals auch einen guten Freund gehabt, der Philosoph war. Also der hat schon auch an der Abendschule und der hat dann schon Philosophie studiert und der war halt auch ein Philosoph. Und wir haben viel philosophiert und Philosophie war mir dann ein bisschen zu abstrakt und dann haben wir gedacht, quasi, ich möchte heute etwas studieren, was mich wirklich interessiert. Und das war dann Politikwissenschaft für mich. Ich habe halt auch, andererseits haben wir es einfach so für mich so argumentiert, wenn ich jetzt schon nochmal die Möglichkeit habe und durch das Selbsterhaltungsstipendium war das gut möglich,
mir so ein Zeitfenster zu öffnen, wo ich studieren kann und mir Sachen anschauen kann, möchte ich das machen, was mir wirklich interessiert. In der Hoffnung, eine Idee, dann wird sich schon was ergeben. Genau, andererseits ergibt sich Taxifahrer und plötzlich gehen andere Türen auf und du wirst Gemeinwesen und Konfliktarbeiter und gehst in richtig soziale Arbeit dann oder sowas. Genau, und man lernt dann einfach gewisses Handwerkzeug, sei es jetzt quasi Arbeiten mit Texten, Arbeiten mit Lesen, Schreiben, das ist so die Grundvoraussetzung für Studium. Und wenn man das kann und auch das Studium quasi auch seine Persönlichkeit pflegt und an der Arbeit, dann ja. Ja, absolut, genau. Das sage ich auch immer dazu. Es ist sehr erweiternd quasi. Du erweiterst ja die Perspektive auf Gesellschaft, auf Machtverhältnisse. Vor allem an der Uni Wien ist es eh relativ, also sehr, sehr kritisch. Wir haben gute Professorinnen. Birgit Sauer ist leider jetzt in Pension gegangen, aber die war lange Zeit am Institut. Ja. Ulrich Brandt, Oliver Machert, also das sind sicher ein paar gute Leute, die genau den Blick schärfen auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse und so. Also genau. Und was ich auch gut fand, ich bin nämlich auch relativ spät eingestiegen im Studium. So mit Mitte 20, 26 habe ich mein Studium dann ernst begonnen zu durchzuziehen. Und da muss ich schon ehrlich sagen, hatte ich einen Riesenvorteil anderen gegenüber, weil ich einfach mehr Lebenserfahrung hatte. Ich hatte einfach... Man weiß auch, wenn man zum Beispiel, egal ob man jetzt freiberuflich so wie ich oder eben wo angestellt ist, man weiß ganz genau, okay, wie zahle ich die Miete? Und man schätzt auch, wie es ist, Geld zu verdienen, und man weiß, hey, wie komme ich zurecht in dieser Welt? Dann merkt man natürlich sofort, aha, Ungleichheiten in der Arbeit, Privilegien, was weiß ich, wie funktioniert Gesellschaft, was sind Unterdrückungsmechanismen und so weiter. Also ja, also diese Lebenserfahrung kann einen nur bereichern. Und wenn man ja später ins Studium einsteigt, finde ich sogar, ist das ein größerer Vorteil, weil man hat ein geschulteres Auge auf die Gesellschaft, ja, finde ich. Ja, ja, ja. Also, so wie Sie das sagen, so habe ich es für mich auch wahrgenommen. Ich war da, glaube ich, ja schon 27, sowas. Okay. Und ich habe natürlich auch viel leichter daran, weil einfach schon genau und mehr gewusst habe, was ich wirklich will. Und mich auch im Umgang mit Professorinnen und so weiter, mit Institutionen einfach schon leichter getan habe, weil ich schon quasi Institutionserfahrungen gesammelt habe. Genau, das ist der nächste Punkt. Genau, man ist nicht so hörig, habe ich das Gefühl gehabt. Also wie ich, und ich wurde auch zum Glück in Bulgarien, bevor ich begonnen habe zu studieren, sehr... sagen wir mal, radikalisiert oder anarchistisch sozialisiert. Und ich bin mit einem ganz anderen Mindset auch in die Uni gegangen. Ich habe natürlich eine große Neugier gehabt. Ich habe die Texte aufgesaugt und ich war wirklich sehr neugierig. Aber meine Grundhaltung war immer eine skeptische. Und ich habe immer gesagt, das ist eine Institution und das ist kein Wohltätigkeitsverein. Und hier muss ich aufpassen und meinen Guard immer oben halten und mich wehren. Und ich habe immer versucht, auch teilweise mit den Professorinnen ein bisschen zu streiten. Also wenn ich merke, das schmeckt mir ein bisschen nach Liberalismus, nach liberaler Ideologie, habe ich sofort Kontra gegeben. Und ich glaube, naja, aber dieses Selbstvertrauen und auch dieser geschärfte Blick, den kannst du als Älterer eher, weil wenn du als 18-, 19-jähriger junger Mensch, du hast, erstens mal bist du höriger vor Autoritäten, der hat einen Professortitel, dann glaubst du, der ist was Besonderes. Die reden genauso Bullshit wie alle anderen Menschen. Also das heißt ja nicht, dass er jetzt die Weisheit mit dem großen Löffel gefressen hat. Und genau das sind so Dinge, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, das kann nur ein Vorteil sein. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also also quasi für mich war ja das Studieren quasi eigentlich am Anfang gar nicht so, ich möchte studieren und ich mache ein Magister oder schließe das Studium ab, sondern für mich nochmal Zeit zu gewinnen. Und dann war es ja so, dass ich so mit 16, ich war irrsinnig fasziniert von der 68er-Bewegung, sei es jetzt von Musik bis zu den ganzen Studi-Proteste, Proteste gegen Krieg. Ich war quasi 89 in Innsbruck, als wäre es 68 in High Asbury. Also natürlich am vollkommen falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, aber das war für mich so eine starke Prägung, obwohl ich nicht dabei war. Aber auch dieses... auch dieses Verständnis auf der Universität, da gibt's Protest. Auf der Universität, da setzt man sich für Ideen ein oder versucht quasi an neuen Ideen zu arbeiten.
Also eigentlich ein total verklärtes und falsches Bild. Und gleichzeitig, wenn man Anfang 2000 auf der Uni war, da waren viel Proteste, da war viel Aktion und da hat es viele Studierende gegeben, mit denen man Dinge machen konnte, mit denen man diskutieren konnte, Proteste organisieren, Flugblätter entworfen, auf Demos gehen und so weiter. Also es war dann ganz nach meinem Geschmack auch. Und zu meiner Überraschung, irgendwann wollte ich das Studium wirklich abschließen und habe das dann auch abgeschlossen. Also. Ja, sehr cool, ja. Ja, es ist auf jeden Fall bereichernd, ja. Sie waren ja auch für das Papiertheater-Kollektiv Zunder tätig und auf der Homepage steht ja, das Theater Zunder brennt für libertär-emanzipatorische Politiken und macht Theater an der Schnittstelle von Geschichte, Aktionismus und Medienkunst. Ja, genau. Ja. Genau, also in welcher Rolle waren Sie dort tätig und vielleicht ein paar Anekdoten oder vielleicht ein paar Erzählungen, was waren so die begeisterndsten Momente oder die bewegendsten Momente? Entstanden ist es in einem erweiternden Freundeskreis, die alle politisch aktiv waren, politisch interessiert waren oder immer noch sind. Und irgendwann sind wir zusammengesessen und die Anna Leder, die auch dabei war oder ist, hat dann einmal von dem Papiertheater erzählt und wir haben uns dann überlegt, wow, das wäre ziemlich spannend. Es war zur gleichen Zeit, wo wir viel zur Rätebewegung geforscht und recherchiert haben, genau wie die anderen, die das mit herausgeben für das Rätebuch. Und quasi, dann haben wir einfach entschieden, wir wollen quasi dieses Thema, was wir quasi jetzt eher mal historisch aufbereitet haben, weiteren Sinn wissenschaftlich aufbereitet haben, auch nochmal auf einer anderen Ebene bearbeiten und auf einer quasi lustvollen Ebene. Und wir haben einfach eine Partie von Leuten um uns gesammelt, die verschiedensten Interessen und Fähigkeiten haben. Eine Musikerin, eine, die auch so ein bisschen im Theaterbereich Regie gemacht hat. Leute, die schon viel zu dem Thema historisch geforscht und recherchiert haben. Und haben dann einfach ein Stück entwickelt, zu dritt ein Stück entwickelt und Anna und Peter haben sich angeschaut, wie baut man so ein Papiertheater, was braucht es da alles dazu und haben dann in einem längeren Prozess über mehrere Monate sowohl uns das Format des Papiertheaters angeeignet, als auch einen Text geschrieben zur wo man nochmal quasi die Rätebewegung in Österreich, diese kurze historische Phase aufarbeiten, beziehungsweise das thematisieren anhand von vier verschiedenster Charaktere, vier verschiedener Personen. Und man das Papiertheater-Kollektiv Zunder gibt es eigentlich immer noch. Wir haben dann in der Folge ein Stück. Es geht meistens darum, quasi, wer hat eine Idee, was will man machen? Und der Peter Haumer hat dann eine Biografie über den tschechisch-österreichischen Schriftsteller und auch Vagabundendichter Hugo Sonnenschein geschrieben. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen wieder ein Theaterstückchen machen zu dem Thema. Und haben quasi eine Hugo-Sonnenschein-Revue und diesmal in Kooperation mit der Postbank-Band Lautfragen gemacht. Also es geht eigentlich, also es gibt quasi eine Gruppe von Leuten, wir sind gut befreundet, wir treffen uns immer wieder und hin und wieder entstehen neue Ideen, wo man dann sagt, quasi das würden wir gerne machen. Und ja, und das versuchen wir dann umzusetzen. Und beim Papiertheater war es wirklich so, dass wir einerseits dann groß eingereicht haben bei der Wienwoche und wir haben dann im Bezirksmuseum im zweiten, das kombiniert mit einem Stadtspaziergang im zweiten. Der Robert Foltin hat quasi einen Stadtspaziergang mitkoordiniert und quasi zu verschiedensten Orten quasi so ein zusammengeschrieben, was man da um verschiedensten politische Orte zweiten Bezirk was erzählen zu können.
Und dann hat es eine Suppe gegeben und dann haben wir quasi unser Stückchen aufgeführt. Und wir sind aber auch, wir haben damit eine kleine Tour gemacht. Wir sind auch zum Beispiel nach Innsbruck gefahren und haben dort bei einer Schule zuerst einmal so einen Papiertheater-Workshop gemacht und dann mit Kindern. Und die waren zwischen 9 und 11, 12 Jahre alt, das Papiertheaterstück aufgeführt. Und das war super spannend, weil es ist nicht wirklich kindergerecht in Form von, nicht weil jetzt viel Gewalt und Sex vorkommen würde, sondern einfach auch von der Sprache her und vom Thema her ist es natürlich jetzt nicht das kindergerechteste Stück, wenn man über Rätebewegung und die soziale Revolution und so weiter redet. Aber es ist total spannend gewesen, welche Fragen die Kinder stellen und was bei ihnen hängen blieb ist und so weiter. Ja. Und ja. Und dann haben wir es, wo sind wir? Genau, und beim Papiertheater, das letzte vor 2 Jahren mit dem Hugo Sonnenschein Stück war super, dass wir eine Mini-Deutschland-Tour, wir sind einmal haben eine Vorführung in Leipzig gehabt, bei so einem Hausprojekt, und dann waren wir beim Vagabundenkongress 2020 in Berlin und haben das da nochmal aufgeführt. Und das war erst nicht spannend für uns, weil der Hugo Sonnenschein eben quasi ein Vagabund war und ein Vagabundendichter und wir dort einfach Teil von einem recht dann schönen Spektakel in Kreuzberg waren, quasi, wo man halt nochmal über nicht nur historisch zur Vagabundenbewegung reden konnte, sondern auch nochmal vor Ort diskutieren, Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Was ist in Berlin? Was gibt es da? Welche Themen? Welche Probleme? Wie schaut es da mit Selbstorganisation von Obdach- und wohnungslosen Menschen aus? Was fordern sie? Genau. Und viele andere Facetten halt mit Vagabondage auch zusammenhängen. Da austauschen, diskutieren und in dieser, es war Spätsommer, aber einer der wenigen Momente, also während dieser ganzen langen Corona-Phase, wo man dann wunderbare Party machen konnte und die halbe Nacht tanzen. Super cool. Vielleicht einmal für diejenigen, die das noch nicht wissen, wie genau ist ein Papiertheater aufgebaut? Also wo ist der Unterschied zu einer anderen Theaterform zum Beispiel? Also die Bühne, die Dekoration oder was ist da verschieden? Beim Papiertheater kommt so aus der Wiener Biedermeierzeit, wo man so die Operetten und Theaterstücke zu Hause im Wohnzimmer nachgestellt hat. Und unsere Idee war quasi, das wieder quasi dieses Format zu nehmen und in den öffentlichen Raum quasi wieder zurückspielen. Und sein dort so eine kleine Guckkasten, so eine Schaubühne, so groß wie ein mittelgroßer Flatscreen, sage ich mal. Das heißt, du hast eine Bühne, vorne eine Bühne, hinten ein Bühnenbild, dazwischen circa 15, also 30, 40 Zentimeter, quasi Bühnenfläche. Das Bühnenbild, was ist so, dass man ist variabel. Man kann Bühnenbild herausziehen und ein neues hineinschieben. Man kann natürlich irrsinnig viele Schnickschnack hineinbasteln mit Bühnen und mit Hebebühnen und sonst so weiter. Und die Figuren sind eigentlich so eine Art Scheiben oder Platten, auf denen die Figuren aufgemalt und aufgezeichnet sind. Und diese Figuren werden, also die sind 10, 15 Zentimeter hoch, aber sehr, sehr, sehr flach. Und die werden so auf ein Drahtgestell hin und her geschoben. Und das heißt, wir haben es das so, dass das Ganze ist natürlich recht statisch, weil die Figur kann nicht hin und her, also die kann nicht vor und zurück, sie kann nur links, rechts oder hin und her geschoben werden. Die kann jetzt nicht wirklich gestikulieren ist in dem Fall nicht so flexibel. Und aber quasi durch das ausgetauschte Bühnenbild und ein bisschen hin und her schieben, ist doch ein bisschen Leben auf der Bühne, und auf der Seite sind wir gesessen und haben den Text gelesen und haben quasi dieser Figur unsere Stimmen gegeben.
Ja, sehr spannend, ja. Das Faszinierende dabei ist, dass es ja sich um eine ganz andere Form der Wissensvermittlung handelt. Und Genau. ich finde, das ist ja ganz wichtig, weil durch Musik oder durch eben Theater, durch Lesungen berührt man die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise als trockene theoretische Bücher, jetzt Michel Foucault, was ich, die drei, vier Vorlesungen zur Gouvernementalität. Also das, ja. Da hat Nietzsche zum Beispiel das schon angerissen mit so einer erzählerischen, dichterischen Form der Philosophie. Aber das ist trotzdem noch diese klassische Art von Lesen und Schreiben. Und das, finde ich, ist die große Stärke, finde ich, von alternativen Wissensvermittlungen. Ja. Genau. So haben wir es auch verstanden, quasi, wenn man es, genau, man arbeitet Figuren heraus, die man vielleicht mitleben kann und versucht quasi über diese Figuren und die Szenen quasi einfach zu vermitteln, was. Also am Anfang haben wir historisches Material vermittelt, was ist damals passiert, 1918 nach dem Krieg, wie kann man sich das vorstellen? Und quasi auch ein bisschen, was stellen wir uns vor, wie so eine Rätedemokratie, Rätediktatur ausschauen könnte. Genau. Und haben dann auch ein bisschen die Figuren einen speziellen Raum gegeben. Ja, sehr spannend. Ja, ich hatte ein sehr langes Interview auch mit dem Tom Weibel. Er hat ja auch mit Kunst viel zu tun und hat auch zu den Zapatistas in Mexiko geforscht und auch viele Bücher darüber geschrieben und Aufsätze. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Idee, einmal, was ich, den Österreichern ein bisschen zu zeigen, okay, hey, da gibt es Leute in Mexiko, die machen auf einmal eine ganz andere Art der Gesellschaft. Also genau so in die Richtung kann man, da gibt es sicher viele libertäre, anarcho-sozialistische Ideen, die man auch gut und verständlich rüberbringen kann. Ich habe zum Beispiel auch mitgewirkt bei so einem kleinen, das war aber nur ein Sketch, also das war jetzt kein großes Theater, wir hatten auch überhaupt keine Bühne, das haben wir einfach nur so spontan gemacht. Über den 1. Mai. Und da haben wir uns halt lustig gemacht. Wir waren die großen Konzerneliten und wir haben so zum Spaß gesagt: Na, was wollen die jetzt? Geben wir denen Arbeit und anstatt dass die dankbar sind, wollen die jetzt auch noch Lohn? Ich meine, wofür denn das? Und dann haben wir uns ein bisschen so lustig gemacht und das halt ein bisschen zynisch rüberbracht. Aber wie gesagt, das fand ich voll witzig und dabei zu sein in dieser Form der Wissensvermittlung hat erstens mal mir viel Spaß gemacht. Und auch beim, ich glaube, das war 8. März, Frauentag, da habe ich auch mitgemacht bei so einem Sketch, da war ich wieder, also immer bin ich der Böse, fällt mir gerade auf. Anscheinend liegt mir die Dinge. Da war ich nämlich der Boss und da bin ich mit der Sekretärin schlecht umgegangen. Also, so, genau. Nein, Ich finde es total ich finde das wichtig, dass faszinierend, wir ne? viel zu wenig machen. Also, man weiß, uns viel zu wenig macht. Aber ich finde es ein sehr gutes Format und es macht wirklich Spaß, würde ich sagen. Also, man ja, in Rolle schlüpfen und das. Und ich glaube, es ist auch gut, damit um das Vorstellungsvermögen quasi auch ein bisschen zu trainieren, weil das werden wir auch brauchen, wenn wir uns andere Gesellschaftsformen vorstellen wollen, quasi wo man uns hin oder hin entwickeln mag, oder? Da braucht es wahrscheinlich auch Kreativität und Fantasie, damit man sich auch aus den gängigen oder die gegebenen Bahnen ein bisschen rausdenken kann und sich dann überlegen kann, was könnte es anders sein, ja? Absolut. Vor allem was ich bei der Kunst so gut finde, das ist die Unterscheidung zwischen quasi, also jetzt nicht essentialistisch gedacht, aber zwischen echter Person und zwischen sozialer Rolle. Und da merkt man in der Kunst, dass es wirklich performativ ist. Und dass man auch die Facetten ändern kann. Also eines der berührendsten Momente für mich auf dieser Tagung der Friedensforschung jetzt vor wenigen Tagen war, dass ich zum Beispiel als bekennender Anarchist, dass ich hingegangen bin und jemand vom Militär ist auch dort gesessen. Also der war zuständig für die eben Friedenssicherung halt aus militärischer Perspektive. Und ich bin halt hingegangen zu ihm und habe so gesagt, naja, eigentlich müssten wir Feinde sein und so. Und dann sind wir aber ins Gespräch gekommen. Und das war wirklich berührend, wie wir uns beide urgut verstanden haben eigentlich. Ne? Weil wir eigentlich aus einer ganz anderen Logik heraus die Gesellschaft und die Zusammenhänge verstehen. Und da habe ich zum Beispiel auch auf Social Media gepostet. Ich fand es deswegen so schön, weil eben diese soziale Rolle, weil das hinter seiner Uniform zum Beispiel steckt ja auch ein Mensch mit Bedürfnissen, Ängsten und so weiter. Und ich glaube, durch dieses Performance, durch dieses
durch diesen Akt quasi des Schauspielerns zerbrichst du diese Form und schlüpfst halt in verschiedene Rollen rein. Genau. Das finde ich, find ich sehr stark, ja. Ja. Weil oft sind wir so festgefahren, vor allem ich habe so in meiner Bubble gewisse Leute, die wollen immer, ja, das, wie soll ich sagen, dieses Bedürfnis der Distinktion, sich immer abzugrenzen, na, ich bin der richtige Linke. Mhm. Und auch gegen anderen Linken und ah, das ist rechts und alles ist rechts. Mhm. Aber die übersehen das und auch dieses Polizeibashing und so, das führt ein bisschen zu weit, meiner Meinung nach, weil hinter denen steckt ja auch ein Mensch, hinter denen steckt ja auch ein Lohn, ein Kampf um Lohnarbeit eigentlich. Also es gibt ja auch Gewerkschaften innerhalb von diesen Organisationen und das muss man auch immer mit reflektieren, dass die ja auch ein Teil eines Hamsterrads sind. Und das Menschliche zu betonen, das ist wiederum mein Zugang, nicht aus militanter Antifa-Perspektive, sondern das ist mein Zugang vom Anarchismus aus der Friedensbewegung heraus. Mhm. Also das ist eher dieser pazifistische Erich Mühsam und Landauer und Martin Buber und wie sie nicht alle heißen. Ja. Und ich glaube, das ist schon wichtig zu betonen. Nein, ich finde, es ist ein guter Ansatz. Ich glaube auch, dass es immer wieder Grenzen hat, quasi wenn eine Funktion dann, so, also quasi diese Funktion, die Personen dann ausüben, als Polizist oder Militär, also dein Handlungsspiel hat eine Grenze, wenn sie die Funktion nicht ablegen. Dann wird es irgendwann mal zu einem Problem werden, da wird man nachher nicht viel drumherum kommen. Aber ich glaube auch, dass wir auch die Personen dahinter quasi ansprechen müssen, mit denen auseinandersetzen müssen, um vieles zu verstehen, was also abseits von den, quasi dass sie Lohnarbeit machen müssen oder sich dafür entschieden haben, diese Form der Lohnarbeit zu machen, müssen auch dahin gehen, was generell steht die Person dahinter, was bedarf die Person. Also das ist so quasi, denke eher wieder an die Konfliktvermittlung, Mediation, wenn die Leute enorm aggressiv, was sie diskriminierend, rassistisch oder sonst irgendwie fremdenfeindlich auftreten, einen Hochnutzungskonflikt zum Beispiel. Kann ich vielleicht als Außenstehende hingehen und sagen, dass ich, das ist ein Arschloch oder es ist ein Nazi oder ein Sexist? In der Rolle als Professioneller in einer Einrichtung muss ich mal fragen, quasi, das kann man natürlich auch als Privatperson machen, was steht dahinter? Selten sind sie wirklich so ideologisch, sondern meistens wird damit was anderes ausgedrückt. Und das kann man dann bearbeiten. Weil ich glaube, das Essentialistische ist wirklich meistens, es ist in seltensten Fällen, dass sie das sind, sondern warum drücken sie sich so aus und was steckt? Um das zu bekommen, herauszufinden und um das zu erfahren und mit dem zu arbeiten, ist sehr, sehr aufwendig. Ja, das ist mir aufgefallen auch, dass man eben den Weg gehen sollte oder müsste vielleicht sogar diesen integrativen und eben diesen konstruktiven Weg der Kommunikation überzugehen und zu sagen, hey, warum denkst du so und so weiter. Und also nicht nur ihn verstehen, das wäre zu wenig, sondern auch ein bisschen zu analysieren, woher kommt denn das? Also ich glaube, Horkheimer oder Adorno haben ja gesagt, wer vom Kapitalismus nicht reden möchte oder so, soll auch vom Faschismus schweigen oder irgend so ähnlich. Mhm. Und damit ist ja auch klar gegeben, dass diese Rechtsextremen ja auch ihre Beweggründe haben und die liegen ja im System. Genau. Also und das immer mit zu reflektieren, ist halt schon wichtig. Also manchmal sind das natürlich persönliche Aspekte, also wie, keine Ahnung, der hat Komplexe oder niedriges Selbstwertgefühl. Irgendwelche Erfahrungen, Kränkungen. Genau, vielleicht wurde er mal als Schüler von einer Gruppe von, was weiß ich, türkischstämmigen Leuten, Schülerinnen zusammengeschlagen oder so, sei es eben persönliche Erlebnisse und so weiter. Also, und das kann man aber auch aufdröseln und das muss man in ein Gespräch, weil so wie Sie gesagt haben, die wenigsten sind Martin Sellner, die wenigsten sind Chefideologen, die wenigsten sind gebildete, wirkliche Ideologen im Sinne von, dass sie eine theoretische Konstruktion im Kopf haben, der sie folgen. Genau. Die meisten wissen ja gar nicht, wenn du ihnen zeigst, hey, da gab es eine gute linke Bewegung, dann ist er auch dafür. Also die meisten sind ja gar nicht so festgefahren. Ja, ja.
Und das sehe ich aber auch als Problem der Linken, dass sie da zu schnell in ihren Turm quasi sich wieder zurückziehen und immer mit dieser emotionalen Keule auch kommen: Na, mit dir rede ich nicht, du bist der Rechter. Aber warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Gerade das wäre die Aufgabe von, also jetzt ohne paternalistisch rüberzukommen. Also natürlich ist es auch nicht richtig, jetzt alle, keine Ahnung, aber natürlich wäre es auch die Aufgabe, gerade von Akademikerinnen und gerade von Linken, dass sie dann näher kommen und den Dialog suchen. Also, und ja. Und da wäre natürlich auch Theater ein guter Zugang, also um andere Leute mit anderen Positionen vielleicht auch abzuholen. Also ist ja auch niederschwelliger bis zu einem gewissen Grad. Genau. Ja, gehen wir vielleicht auch die Rätebewegung ein. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Konzeption oder von dieser Art der Demokratie, also alles, was mit Basis zu tun hat, alles, was so weitestgehend einen möglichen Kreis an Bürgerinnen umfasst, da mit diesem Konzept sympathisiere ich. Und historisch gab es ja auch in Österreich und vor allem in München eben die Rätebewegung. Und Sie haben ja auch ein Buch dazu herausgebracht. Vielleicht so, genau, wie kann man in Österreich diese Bewegung beschreiben? Gab es die überhaupt? Also war die stark oder woran ist sie gescheitert und welche Bündnispartner gab es vielleicht und genauso ein paar zentrale. Also die Bewegung gab es in Österreich. Sie war, ich glaube, man muss mehrere Sachen. Also als Ansatz, es gab eine Rätebewegung in Österreich, es gab Gruppen, die die Räteidee vertreten haben, natürlich auch beeinflusst von der russischen und der bolschewistischen Revolution, die anfangs zumindest auch noch den Rätegedanken und die Räteidee hochgehalten haben, bis ihnen dann das doch ein bisschen zu diffus oder zu gefährlich war in Form von zu demokratisch und dann quasi die Partei quasi das der Rätidee übergestülpt haben und dann ist es und dann somit auch abgewürgt haben. Sowas gab es natürlich auch in Österreich, so eine Bewegung, die von der Größe her, kann ich schwer sagen, aber der Peter hat zur FRSI geforscht und es war die Föderation Revolutionärer Sozialisten International, die eben eine Föderation, eine linksradikale Föderation war in Österreich, so um, sagen wir mal, 1918, 1819 hat es die gegeben. Und als Föderation, da waren anarchistische Gruppierungen dabei, da waren kommunistische, da waren sozialdemokratische Leute dabei. Das heißt, es war quasi ein Parteien- und strömungsübergreifende Föderation. Noch bevor es über kommunistische Partei gegeben hat. Und die meisten sind dann in die kommunistische Partei, ich weiß nicht mehr genau, war das März, also nur Anfang 1919 hat sich die KPÖ gegründet und da sind viele hat sich die FRSI aufgelöst und viele in die KP rein. Die haben den Rätegedanken propagiert und die waren auch im Jännerstreik 1918 sehr, sehr engagiert. Und der hatte auch schon so räteähnliche Strukturen. Das heißt, es war ein Streik, der weit in die Arbeiterinnenschaft hineingeragt hat. Es war ein Hungerstreik, es war ein Streik zur Beendigung des Krieges. Und der ist aber, ich sage mal, er war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Er ist andererseits gescheitert, niedergeschlagen, und wurde aber auch zum Beispiel von der Sozialdemokratie nicht offen unterstützt. Also es war jetzt nicht eine, genau. Da kann man auch diskutieren, ob das inwieweit dieses Absenz der Sozialdemokratie quasi das verhindert hat, dass diese Bewegung erfolgreich ist. Auf jeden Fall hat die Rätebewegung, also hat es Rätestrukturen 1918, 19, ich glaube bis Anfang der 20er Jahre gegeben, wurde aber immer bedeutungsloser, da das für die Sozialdemokratie die staatstragende Partei nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie geworden ist, sich ganz klar dafür deklariert hat und entschieden hat, dass sie eine parlamentarische Demokratie in Österreich, Deutschösterreich bevorzugt. Und eine
Und die Rätedemokratie hat nachher, oder die Rätediktatur, also diese Räteidee hat dann zu wenig Fürsprecherinnen und war politisch nicht stark genug, also, um sich etablieren zu können. Und das muss man auch nochmal sagen, soweit ich das verstehe, waren die Räte halt ganz stark von den Parteien besetzt. Also quasi Räte waren meistens auch Mitglieder oder Funktionäre der Sozialdemokratischen Partei oder der KPÖ. Es hat auch einige anarchistische Räte gegeben. Aber das heißt, wenn die SPÖ nicht will, dann, also das war recht einfach auf diese Form der Rätestruktur quasi Einfluss zu nehmen und schlussendlich auch abzuwürgen. Eigentlich einer der wenigen Resultate, die es heute noch existiert, ist der Betriebsrat. Ja. Als quasi als Vertretungsstruktur innerhalb von Betrieben. Genau. Aber, und was Sie angesprochen haben, quasi in München, also wir haben Russland, wir haben München, wo es eine sehr starke Rätebewegung gegeben hat, mit einer kurze Phase, wo sich dann wirklich auch eine Räterepublik etablieren konnte. Und wir hatten Ungarn auch in mehr oder weniger in einer ähnlichen Zeitspanne kurze Überschneidung, was es auch in Ungarn eine Räterepublik gab. Und da war halt Österreich auch schon der Missing Link, also das fehlende Bastelteil, wo man erhofft hat, dass quasi auch wenn Österreich sich schafft, quasi eine Räterepublik zu installieren, dass es dann schon so quasi so einen kleinen mitteleuropäischen Block hat und dass dann auch andere Länder, wo es auch eine starke Rätebewegung gab, wie in Italien, nachziehen quasi und diese revolutionäre Bewegung sich mehr Schwung aufnimmt und genau sich ausbreitet. Ja. Was mich fasziniert bei der Rätedemokratie oder Rätebewegung generell ist, dass sie ja zu einer Zeit, wo eben Zwischenkriegszeit, in einer Zeit, wo viele annehmen würden, jetzt bricht Chaos aus. Und da zum Beispiel die Rätezeit ist ja genau jene Zeit, die Thomas Hobbes zum Beispiel und seine Bücher ja komplett widerspricht. Also eigentlich sind diese Bücher, keine Ahnung, wertlos geworden, weil dieser Krieg jeder gegen jeden, der hat sich ja nicht realisiert, weil es ist ja nicht pures Chaos ausgebrochen. Der Stärkere ist ja nicht auf die Straße gegangen und hat die Kleineren niedergemetzelt. Und Feindschaften und Krieg und Angstzustände, sondern ganz im Gegenteil, spontane Formation, spontane Herausbildung von spezialisierten Gruppen, also sei es Soldaten, sei es in gewissen eben Fabriken und so weiter, Berufsgruppen, sei es die Herausbildung demokratischer Strukturen, wo von unterster Ebene begonnen hat, die Leute sogar zu involvieren in politische Partizipationsprozesse. Und genau das ist ja genau die Antithese zu Thomas Hobbes. Also wenn immer so Liberale daherkommen und sagen, na, wie stellst du Anarchie vor? Sage ich immer, naja, und dann kommen sie immer mit diesem Thomas Hobbes, den sie gelesen haben. Dann muss ich immer schmunzeln, weil was soll denn das? Was soll denn das Argument? Ich meine, die haben anscheinend sich noch nie mit der Rede. Und vor allem, das ist ja das in der Zwischenkriegszeit. Also wir reden jetzt nicht in einem, weiß ich, reichen Zustand in einer Insel, wo es eh genügend Produkte gibt oder Wohlstand ohne Ende, sondern wir reden wirklich in einem zerstörten Land nach dem Ersten Weltkrieg und in einer Aufbruchsphase, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Genau. Und ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe und wie es genau dort geschrieben steht, aber es wäre so unter Anführungszeichen natürliche Form der Organisation und wirklich das Natürliche ist, muss man unter Anführungszeichen setzen. Aber das ist so, wenn wir in einer Gruppe sind oder wenn wir es in einer größeren Gruppe oder in einem Viertel zusammentun, wie wollen wir uns organisieren, wenn niemand seine Stimme komplett abgeben möchte und quasi nicht mitentscheiden möchte, das ist meistens so eine Struktur, das ist eine basisdemokratische Struktur, wo man die Sachen, die man sich wünscht oder vorstellt oder was bedarf, ausdiskutiert, Entscheidungen trifft und dann hat man Delegierte und das ist quasi das Räteprinzip, die dann nicht frei entscheiden, was sie sich denken, quasi, sondern quasi mit dem gebundenen Mandat. Und die sagen quasi, okay, du vertrittst uns auf einer anderen oder auf einer höheren Ebene, das heißt jetzt quasi vom Kretzel zum Bezirk, aber du vertrittst unsere Interessen und vertrittst nicht deine eigenen Interessen. So das quasi. Und also das finde ich schon irrsinnig spannend und ich glaube, das haben viele Leute einfach gehabt. Also das ist so,
wenn wir uns organisieren, ist das oft so, ist diese Form oft das, der Ausdruck von diesem politischen Begehren und Wunsch, wenn man partizipieren und teilhaben möchte. Ja. Und genau, und darum bilden die sich auch immer, darum haben sich quasi mehr oder weniger automatisch dann auch in der Sowjetunion gebildet oder in Russland oder auch ähnliche Strukturen und Formen hast halt auch schon 1871 in der Pariser Kommune. Du findest diese Formen jetzt auch wieder in Rojava schon aufgrund einer Überlegung und weil die sich ein bisschen Theorien und Ansätze andocken und die übernommen haben. Aber solche Organisationsformen, die von unten raufgehen, haben meistens räteähnliche Strukturen. Ja. Voraussetzung ist wirklich, dass man mit entscheidet, dass es basisdemokratisch gewünscht wird. Also wenn man sagt, okay, wer sagt denn schon, dass er das in einem Gebiet, wo er nicht mitentscheiden kann und nicht zu melden hat. Kann auch sein, dass das der Wunsch ist, aber nachher ist. Ich glaube, meistens wollen die Leute über ihre eigenen Angelegenheiten oder der Community mitreden und mitentscheiden. Ja. Ja. Ja, und vor allem das Kernargument ist ja eben Macht zentralisieren oder Macht dezentralisieren. Und die Sache ist ja die, wenn alle mitentscheiden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen ihre eigenen Interesse wählen oder stimmen? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du die Macht zentralisierst und auf ganz wenige Menschen eben zentralisierst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann das für ihre eigenen Interesse nützen? Also ich frage mich dann immer, wer ist realistischer? Wer ist quasi naiver im Gedanken? Weil wenn du die Macht aufteilst auf alle, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas wie Korruption oder was weiß ich, die Wahrscheinlichkeit ist ja, finde ich, geringer. Also ich frage mich da immer, wer ist naiver? Keine Ahnung, der Anarchist oder der bürgerlich-kapitalistische Liberale? Also. Ich denke da ganz gleich, ja. Und ich glaube, das ist genau das Dilemma und Problem, was wir heute haben. Und dieses Dilemma und Problem führt auch dazu, dass wir nicht beim Wissen, wie man die globalen Probleme lösen kann, weil eigentlich, ich weiß nicht, wie viele jetzt wirklich noch glauben, okay, man muss halt die Grünen wählen oder man muss die SPÖ wählen oder man muss, keine Ahnung, wen wählen. Und nicht schon erkennen, quasi, dass das schon ein Grundproblem ist, dass alles delegiert worden ist und dass da wirklich dass diese Zentralisierung von politischer Macht die Menschen korrumpiert oder beziehungsweise also korrumpiert jetzt gar nicht so, weil sie ethisch schlecht oder moralisch verwerflich sind, quasi, sondern also dass das Formen mit sich bringt einfach. Ja, ja, der Anreiz gegeben ist. Der Anreiz, es ist in andere Macht- und Kräfteverhältnisse drin, es ist sind viel stärker dieser Druck und Versuchung von Seiten der Ökonomie ausgesetzt. Die haben ganz andere Eigeninteressen, dann wenn ich Politiker oder Politikerin bin. Genau. Und ich finde auch, es wäre naiv zu glauben, dass man dann nur quasi die richtige Partei oder dass es dann nur den richtigen, ehrlichen Politiker brauchen würde, der das dann der die Sache verändert oder wo sich die Sache dann noch verändern würde. Ja, ich glaube, Anton Menger, ein Österreicher, ein Wiener, glaube ich, Ökonom, hat ja auch, und das war überhaupt kein Radikaler, das war nicht einmal ein Linker, glaube ich, aber der hat einmal ein sehr treffendes Zitat gebracht, und zwar, ich muss es jetzt paraphrasieren, ich kann mich nicht genau erinnern, aber er hat gemeint, naja, wie stellen wir uns das vor, dass das Kräfteverhältnis gegeben sein muss, dass die Mehrheit, also dass eine Minderheit an Ressourcen hat quasi und die Mehrheit demokratisch davon ausgeschlossen ist, die wiederum zu verteilen. Also da muss doch eine Macht dahinter liegen, die das verhindert. Weil es ist doch logisch, wenn die Mehrheit an der Macht ist, dass sie ein Interesse hat, das Vermögen und die sozialen, also egalitärer zu gestalten. Das ist doch, so am Hausverstand, bitte. Also, da muss man jetzt wirklich eine Politikwissenschaft studiert haben, wie wir zwei, um das zu verstehen. Ja, also. Ja. Aber es ist irre, gell? Wie, als wäre es ein riesengroßer blinder Fleck, wo niemand hinschauen will. Aber und ich glaube auch, dass ich hoffe, dass es das irgendwann mal aufbricht, dass man auch erkennt, dass dieses politische System, diese Form der Demokratie, man kann sagen, okay, das haben sich die Menschen vor 120, 130 Jahren erkämpft.
Das stimmt, aber das heißt nicht, dass das dieses, also dass man es nicht weiterentwickeln muss. Und das ist die Frage, wohin entwickeln wir es weiter? Ich weiß auch, dass 1918 viele gegen diese Form der Demokratie waren, und gegen das Parteienwesen und Parteienherrschaft, vor allem von anarchistischer Seite, gab es damals schon sehr viel Zweifel daran, ob das ist wirklich in Richtung einer befreiten Gesellschaft führen kann, wenn man es parteimäßig organisiert und am Parlamentarismus mitmacht. Aber zumindest weite Teile haben doch dafür gekämpft, für diese Form der Demokratie. Aber es hat niemand gesagt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Und wir wissen, dass es nicht funktioniert in dieser Form, Ja. sondern dass es sehr viele autoritäre Strukturen in sich birgt und wie stark das wie leicht das zu manipulieren ist oder wie stark das manipuliert wird, Ja. damit Leute gegen ihre Interessen wählen. Ja. Ja, absolut, genau. Ja. Ja, das ist ja das. Also, dieser Mythos, der Wohlfahrtsstaat sichert uns. Also, in vielen Ländern gibt es diesen Wohlfahrtsstaat gar nicht. Also, da muss man nicht einmal weit jetzt Richtung globalen Süden schauen. Ein Blick nach Bulgarien zeigt schon, was es Ja. heißt, wenn man sich angewiesen ist auf die Nachbarschaft zum Beispiel. Also ganz soziale, ganz elementare Beziehungen. Also die bauen wirklich auch auf soziales Kapital. Ich kenne jetzt einen Handwerker, der repariert mir das, dafür gebe ich ihm was anderes. Also die sind eher noch in der Tauschlogik drinnen, weil die haben nur dieses soziale Kapital. Die haben ja nichts anderes. Und ich glaube, dass also es ist schon drinnen ein Stück weit dieses von Piotr Kropotkin beschriebene Prinzip Mutual Aid, also gegenseitige Hilfe. Ich glaube schon, dass das drinnen ist. Natürlich, aber da darf man auch nicht naiv sein. Also der Mensch ist nicht per se nur gut oder nur böse. Also ich sage immer, und ich glaube, der Professor Ulrich Brandt, bei dem ich auch die Masterarbeit geschrieben habe, der hat immer gesagt, auch in einer Schulung, wo wir eine Broschüre rausgebracht haben, eben zur liberalen Lebensweise, hat er auch immer betont, naja, aber wir dürfen nicht naiv sein, Arschlöcher wird es immer geben. Und er hat das beinhart da das so gesagt, und da stimme ich schon zu, da stimme ich vollkommen zu. Also ganz blauäugig naiv dürfen wir nicht sein. Nein, Also. aber ich glaube auch, dass die Kooperation also ein Grund, wie soll man sagen, also ich glaube, die Menschen wissen, sie müssen kooperieren, um leben zu können. Und vor allem auch, also wo die staatlichen Strukturen schwach sind oder wo die staatlichen Strukturen überleben nicht mehr sichern. Und da wird Kooperation immer natürlich viel, viel stärker. Natürlich auch mafiöse Strukturen und Absolut, ja. irgendwie kriminellen Delikte oder quasi das. Aber, und ich glaube auch, Kooperation ist ein Teil unseres Lebens halt auch. Ja. Ist nicht nur, wir sind auch Konkurrenten, aber wir kooperieren permanent eigentlich in unserem alltäglichen Leben. Aber klar, wir sind auch Konkurrenten immer wieder. Aber ich glaube, wir wären we weniger Konkurrent, hätten wir ein anderes Wirtschaftssystem. Ja. Und vielleicht noch, es gibt noch andere Strukturbedingungen, die Konkurrenz auch nochmal hervorbringen. Ja, vielleicht an dieser Stelle wichtig zu nennen, James C. Scott, ein Politologe und Anthropologe an der renommierten Yale-Uni zum Beispiel, hat er auch unterrichtet. Und er ist ein anarchistischer Anthropologe, und er hat ganz viele Beispiele gezeigt, wo sich Menschen auch zusammentun, auch in Abgrenzung gegen staatliche Strukturen. Also auch da werden, und der andere ist, mit denen hatte ich auch die große Ehre und Freude zu sprechen, mit Andrei Grubacic. Ich glaube, er ist an der California Ach, interessant. Universität tätig, genau. Und er hat Exile Spaces geschrieben, und da hat er sich angeschaut, die Kosaken in Russland oder auch Leute im Gefängnis, und Mutual Aid hat er so beforscht und so weiter. Also andere Beziehungen jenseits von kapitalistischer Produktionsweise und jenseits von Staat. Und ich glaube, die zwei haben da gute Forschung gemacht. Oder an dieser Stelle vielleicht auch David Graeber. Klar, Also, da gibt es schon einige Forschungen auch Also vor dazu. allem in Also. Anthropologie gibt es viele Forschungen zu Gesellschaften, die quasi keinen Staat herausbilden und auf welche Prinzipien basieren die oder was tun die, um keinen Staat herauszubilden? Was haben sie, genau, welche Strukturen braucht es, haben die für sich geschaffen, damit kein Staat entstehen kann? Oder für mich ist auch eine wichtige Frage dahingehend, welche Form von Institutionen braucht es quasi oder was sind so nicht totalitäre oder nicht. Also welche Institutionen würden wir brauchen, wenn wir die aussehen in einer herrschaftsfreien Gesellschaft? Zum Beispiel auch das sind, ich finde, sehr spannende Fragen.
Ja. Weil ich glaube, dass es so Institutionen geben muss irgendwie, weil ich glaube, solche Blöcke, an denen man sich orientieren kann und die mir quasi auch nochmal in Außen bilden, sind notwendig, aber wie müssen wir ausgehen? Ja, genau. Und genau, in die Richtung geht ja auch Harold Barclay, auch ein Anthropologe, also wirklich aus der Anthropologie witzigerweise kommen da Ja, es viele, gibt viele viele. Forschungen. Ja. Ja. Genau, Sie haben ja auch über Gustav Landauer und Erich Mühsam recherchiert und geschrieben. Das Ja. waren ja auch zwei Vertreter. Also der Gustav Landauer war in der Münchner Räterepublik tätig. Er war ja Politiker. Dann hat er ja das berühmte Zitat gebracht, für ihn sei Anarchismus, also das Schaffen von Gesellschaften in Gesellschaften. Ja. Genau. Und Erich Mühsam ist ja auch ein ganz ein prominenter, vor allem auch aus einer pazifistischen kommenden Richtung. Genau, Bernd Drücke, den hatte ich auch zu Gast, mit dem habe ich auch lang geplaudert und der hat auch über Erich Mühsam geschrieben und Vorträge gehalten. Also zwei bedeutende Anarchisten, die durchaus auch viel verändert haben und Geschichte geschrieben haben. Ja, Genau. ja. Ich meine, ich habe in letzter Zeit habe ich eigentlich, also Mühsam kenne ich vor allem, weil war natürlich ein unglaublich guter, brillanter Schriftsteller ist, ein sehr guter Satiriker, eine wirklich sehr spitze Feder. Und ich mich auch mit der Lebensreform in der Bohemen beschäftigt habe. Und da ist natürlich der Mühsam, es war ein bunter Hund in der Zeit, den haben wahrscheinlich mehr oder weniger alle gekannt, die zwischen Berlin und Schwabing unterwegs waren oder in Monteverde. Und genau, mit denen hab ich mich wieder beschäftigt und zuletzt jetzt auch wieder öfters mit Landauer, weil er ganz stark, weil ich mich auch viel mit der Siedlerbewegung und mit den Kommunensachen, Frage nach ja, Siedlerinnenbewegung, Kommunen mit denen beschäftigt habe und Gustav Landauer ja einer jener war, die das propagiert haben, also Gründung von Kommunen propagiert hat, quasi den Ausstieg aus einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft propagiert hat. Und also quasi, man steigt dort auch, man steigt aus, gründet einen Kommunen und Produktiv- und Konsumgenossenschaften, Genossenschaftswesen, sich quasi auch wirtschaftlich abzusichern und quasi den Lebensunterhalt zu schaffen und das abzusichern. Und ich finde genau die Schriften von Landauer wirklich interessant und gehaltsam, weil er einfach auch Staat schon teilweise anders denkt. Also wie er sich Gesellschaft vorstellt, quasi aus dieser Zusammensetzung aus Gesellschaften von Gesellschaften, Bünde von Bünde und so weiter, dass ein Staat auch schon als Verhältnis begreift, jetzt nicht nur quasi Staat als Repression. Apparat von oben, der die Menschen knechtet, sondern auch einfach Staat wird von den Menschen hergestellt, in wie sie sich zueinander verhalten. Und ja, also das hat mich so spannend gefunden, quasi auch, wie auch dann diese Kommunenidee über Martin Buber auch dann bei den Kibbutzbewegungen quasi in Palästina, Israel Fuß gefasst hat, quasi vor allem in den 10er, 20er Jahren, 30er Jahren. Ja, weil ich finde es so erfrischend, einfach nochmal zu sehen, quasi so eine Bewegung, wo Menschen versuchen, im Hier und Jetzt schon eine andere Gesellschaft aufzubauen und zu leben. Auch wenn die immer wieder dann auch scheitern oder wenn zunächst mal vielleicht die Euphorie riesig war, aber die praktischen Kenntnisse sehr, sehr gering, sei es jetzt in einer Landwirtschaftskommune lauter Literaten und Maler waren, und Malerinnen waren, die nicht wussten, was mir ein Feld bestellt, aber sehr idealistisch waren. Also mich interessiert und faszinieren solche Bewegungen. Genau. Ja. Und da spielen einfach Landau und Mühsam mit rein, weil es ist, ja. Und ich finde auch, also das sind viele Ideen, die bis in die Gegenwart reichen, weil mit 68, mit Alternativbewegungen ist auch bis heute gibt es den Wunsch, einfach andere
Formen, mit anderen Formen des Zusammenlebens zu experimentieren, andere Wirtschaftsformen zu experimentieren und das zu leben, wie man denkt, so stelle ich mir eine Gesellschaft vor, eine größere Form des Zusammenlebens. Genau, das ist ja auch, ich finde das faszinierend, auf Netflix gibt es eine Dokumentationsserie Wild Wild Country, da geht es um einen indischen Guru, Osho, glaube ich, heißt er. Und ich finde, also genau das ist ja dieses Ambivalente, was ich immer denke, also am Anfang, die ersten Minuten und vielleicht die erste Viertelstunde vom Film habe ich mal gedacht, naja, aber das ist doch also natürlich eben, wo wir schon beim Thema sind, was ist natürlich, aber das ist irgendwie ein Drang oder eine Sehnsucht oder eine Leerstelle, die gefüllt werden möchte und eine Sehnsucht nach einer befreiten Gesellschaft, nach weniger Hierarchie, nach einer Gemeinschaft. Das ist auch quasi oft, damals also bei Landauer, Buber, ist der Gemeinschaftsbegriff sehr groß und bei dieser Form der Kommune ist natürlich auch immer quasi das ist der Wunsch nach einer Gemeinschaft. Natürlich wissen wir, dass Gemeinschaft auch ein problematischer Begriff ist, in Verbindung mit Volk und so. Natürlich, ja, genau. Genau. Na, das zum Beispiel, ich habe einen Text gelesen von Judith Butler, also einer sehr renommierten, vielleicht sogar Ikone der Genderwissenschaften. Und sie hat zum Beispiel auch teilweise positiv, aber überwiegend auch negativ rekurriert auf die Kibbutz-Bewegung, weil sie gemeint hat, am Anfang war das natürlich egalitärer und so und pazifistischer, aber das hat dann immer einen zunehmenden nationalistischeren Charakter bekommen. Ja. Ja. Also wenn man dann mit Flaggen schon rausgeht und dann eben so eine Gemeinschaft beschwört, weil dadurch begrenzt du dich ja quasi, dadurch schaffst du Grenzen und dadurch wird dein Außen immer zentraler für die eigene Identitätsstiftung. Genau. Und ich glaube, das ist leider dieser Kipppunkt, den wir auch bei dieser Doku-Serie gesehen haben, wo auf einmal die anderen haben einen Hass bekommen, weil sie gesehen haben, hey, die treiben freie Liebe, was ist das? Ja. Die haben überhaupt keine Polizei, die haben keine Waffen, was ist das für eine Gesellschaft? Auf einmal werden es immer mehr und immer mehr Sympathisanten. Und ich glaube, dass dann irgendwann so ein Kipppunkt erreicht wird, wo auf einmal, jetzt stellen wir Flaggen auf, jetzt erweitern wir Territorium, jetzt werden wir Garde aufstellen und jetzt werden wir uns bewaffnen. Und ich glaube, ab da kannst du nicht mehr von Kommune reden. Also ab da ist der Zug schon abgefahren und ab da kann es nur mehr autoritärer und nationalistischer werden. Und das ist leider in vielen Bewegungen historisch gesehen. Aber da dürfen wir uns keine Illusion machen. Und genau das ist ja das Zentrale, was auch zum Beispiel Rancière oder eben viele der französischen Philosophen und Politikwissenschaftler immer wieder betonen, Demokratie per se ist ja auch ein offener Prozess. Wir wissen ja nicht, also wir können ja morgen eine rechtsextreme Regierung wählen und was weiß ich und so weiter. Also das ist ja kein Problem der Kommune oder der Kommunisten oder der Anarchisten, sondern das ist ja ein menschliches Problem. Und ich finde auch, da muss man immer aufpassen, weil viele sagen, naja, ich habe es da gesagt, diese Kommunen. Ne? Nein, das kann in einer Demokratie genauso passieren. Sehen wir eh, was Orban macht zum Beispiel. Also, oder was auch in Polen passiert mit diesen Abtreibungsdebatten in Polen, was weiß ich, Militarisierung und so weiter. Also wir sehen, keine Demokratie ist davon gewahrt. Ja, und vor allem auch, also bei diesen Kommunen und bei dieser sektenartigen Bewegung aus dieser Netflix-Serie, also sobald es versucht wird zu homogenisieren, vor allem wenn eine Autorität, wenn es eine Art Führerfigur ist, ist es immer problematisch, aber sobald alle die Differenzen und Unterschiede nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr ausverhandelt werden können, quasi wenn es zu einer totalitären Struktur wird, dann ist es eigentlich vorbei. Und es ist besser, eine Kommune zerstreitet sich und man lebt sich auseinander und man verschließt sich in Form von einer totalitären Struktur, weil dann hast du so mikrofaschistische Kleinstaaten oder keine Ahnung. Aber sie können scheitern einfach, oder? Und ich glaube, das sind die Versuche, die man wagen muss. Und wenn es aufgrund von zu großen Differenzen und zu vielen Differenzen auseinandergeht, dann teilt man sich, dann scheitert es, aber genau, das ist es dann so. Ja. Genau. Ja.
Nur eben wagen. Ja, wir müssen es ja wagen. Also vor allem in Zeiten der Krise bleibt uns eh nichts über. Also früher oder später, früher oder später müssen wir das Experiment sowieso nochmal von vorn beginnen. Es nutzt eh nichts. Ja. Ja, soweit, so gut. Ich habe keine weiteren Fragen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, die Zuschauerinnen konnten einiges mitnehmen und wir werden natürlich die Bücher verlinken. Und ja, ich danke nochmal sehr herzlich für dieses sehr angenehme und lehrreiche Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.